Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der mächtigen Drykar und es gab ein Patch. Es hat sich jetzt irgendwie ziemlich viel an der ganzen Geschichte hier geändert. Ich kann das weiterspielen. Das Spiel zeigt mir an, das Savegame ist inkompatibel. Wir gucken einfach, wie weit es geht. Soweit. So gut, ne? Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr, aber ich möchte da gerne noch weitermachen. Die Zwerge haben uns den Krieg erklärt und ich habe noch so zwei, drei andere Sachen, die ich ganz kurz loswerden will. Und zwar, es ist eine bizarre Situation, dass die, dass das Imperium, also ich weiß nicht genau, ob sich das nochmal ändert. Ah, hier, da, Balthasar Geld zum Beispiel. Der hat immer noch ein Defensivbündnis mit Karakadrin, die ja mit uns im Krieg sind, ne? Und deswegen leiden da natürlich auch so ein bisschen die Beziehungen. Yes. Die mit dem Imperium leiden auch darunter. Ich sehe jetzt nicht genau, wie stark. Vielleicht gibt es da eine neue... sieht man das hier? Ne, hier sieht man es auch nicht, ne? Aber die sind ja noch insgesamt sehr positiv erstmal. Wir sind ja enge Freunde, ja? Enge Freunde. Das ist ganz komisch. Ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das, jo, mach das mal hier alles so, das Ostmark, ne? Okay, pass auf, magst du mir Geld geben? Ach komm, ist egal. Mach so, komm. Ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das so gewertet werden könnte, dass ich denen den Krieg erkläre, gewissermaßen, die anderen aber nicht mit in den Krieg ziehen. Das scheint aber auch nicht der Fall zu sein, denn, ich habe das getestet. So, also der Mechanismus dahinter ist mir noch nicht so ganz klar. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Twin Defenders of the Glades. You meet with the emissaries of a demigod who won't hesitate to kill in her name. 8000, Alter, ey, das ist so dumm, dass das nach der ja, das ist so dumm, dass es nach der Dingens geht, ne? Ihr wisst, was ich meine hier. Sauber, okay. Das ist so dumm, wollte ich sagen, dass das nach meinem Vermögen geht und nicht nach ihrem Vermögen, ja. Also, die fordern ja immer, vielleicht wird das irgendwann nochmal gefixt, vielleicht ist es jetzt mittlerweile auch gefixt worden oder so. Die fordern ja mal einen prozentualen Anteil von dem, was du besitzt. Und das ist so nach dem Motto, hey, wir sind pleite, hilf uns. Wie viel braucht ihr denn, um aus der Pleite rauszukommen? Ja, 5000. Und wie viel hast du? Ja, 300.000. Ah ja, dann gibt man 100.000, so nach dem Motto, ja. Also als ob die deswegen dann mehr Geld bräuchten oder so, ne? Also das, die Wertigkeit dieser Abkommen richtet sich nach unserem Vermögen und nicht nach deren Vermögen. Das ist eine ganz merkwürdige Abwägung, die da stattfindet. Minus 10! Hau ab, okay. Sorry, Handy klappert. Aber ich bin schon mal happy, dass Lorelorn uns jetzt gut findet. Findet ihr das irgendwie doof, dass ich mit den Zwergen im Krieg bin? Nee. Okay, müssen wir mal gucken, ne? Dafür haben wir ja immerhin ein bisschen was getan. Beziehungen hier verbessern sich. Ah, Moment mal, stopp, da hatte ich mal was geguckt. Zahlung anbieten. 20.000 für ein großzügiges Geschenk. Das verbessert die Beziehungen aber, glaube ich, schon ein bisschen heftiger, ne? Abkommen mit Diddle-Diddle-Diddle. Wenn ich... Okay, dann könnten wir aber wahrscheinlich... Ach komm, wir haben so viel Geld, wir können das machen, ne? Jetzt willst du auf einmal 20.000. Was ist los mit dir? Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr so viele Ressourcen zum Handeln habe. Komm, ich schenke dir 9.000. Ariel's will. Nice, ne? Findet Ariel ziemlich geil. Okay, 36. Wird besser. Urteile gegenüber Herrscher minus 40. Minus 55 werden abgezogen. Krass. Gut, gut, gut. Ansonsten wird das besser. Wir spielen jetzt natürlich auch eine Fraktion, wo es ja einfach auch nicht zum Repertoire gehört, dass die, wo es auch einfach nicht zum Repertoire gehört, dass die Konföderation macht, ne? Das ist einfach nicht unser Metier, sozusagen. Der Mundi Master? 16 Siedlungen hat der Dude. Later soll mein, oh mein
Gib mir mal ein bisschen Geld. Die muss nochmal verbessern. Hä? Okay. Was habe ich jetzt genau gemacht? Long may our understanding. Naja. Ready to defend the forces of Nanga. Ich sehe schon kommen, wie die alle jetzt. Greatest of the Dra. Have you, Azrael, realized you are nothing without Ulthuan? Observe my skill. Gib dem Emrig mal ein bisschen Geld. Ich sehe es ja schon kommen, wie die jetzt alle gleich Bündnisse mit den Zwergen machen und mich dann wegklatschen wollen, ne? Oh ja, und die mögen mich alle noch. So lustig, ne? Boah, Alter. Wow. Okay. Da wird aber heftigst gegrollt. Okay. Gut, ich hatte ja auch bereits angekündigt, jetzt müssen wir noch ein paar strategische Entscheidungen treffen, ne? Da. Ja, bleib noch ein bisschen da. The nation calls. Vielleicht reicht es auch, wenn wir diese Entscheidung nächste Runde treffen. Was war hier nochmal? Hier, wollt. Da, doch, stimmt, da hatte ich doch so eine Art hier rekrutiert, ne? Hatte ich ja nicht eine Art hier rekrutiert? Ich glaube, ich hatte eine Art hier rekrutiert. Alter Vater. Hier haben wir 100, ne? Was machen wir dann? Gehen wir dann auch auf Arti? Machen wir dann auch Arti? Dauert 2 Runden, ne? Ist halt doof, wenn du es hier oben rekrutierst. Ist auch doof, dafür eine Dryade rauszuwerfen, aber hey. Obwohl, warte. Anderer Modus. Legendäres Söldnerregiment. Mach mal so. Warum stehst du nochmal hier? Weiß ich gar nicht mehr gerade. Ach so, weil der Typ da oben kommt, ne? Und der greift dann hier an, ne? Und ansonsten bekämpfst du aber überall Verschleiß, ne? Ja, das ist irgendwie doof. Genau, irgendwie sowas gab's da doch, ne? Captain of the Glade Guard. Dotten, komm mal her. Safeguarding the route. So, die ganzen Sachen aus den Heiligen Wäldern, die kann ich jetzt dummerweise gar nicht abgeben. Das ist noch so ein bisschen blöd. Ne. Ja, ja, Stalking. Wirklich viel kann aber nicht stalken. Ausgekundschaftet? Okay. Schön. Ah, stimmt, ich glaube ja, der Atzenseel, der hatte uns ja angegriffen und hat sich da weggelöscht, ne? Das war, glaube ich, das Gute, ne? Okay. Wachstumsstärken bringt mir hier drüben nicht. Lauf du auch hier hin. Du hast da schon geguckt, da war aber nichts. Geh hier hin. Ja, ja. Hand, Hand. Sprich zu der Hand. Hier ist dummerweise jetzt meine Arti weg, ne? Das ist auch echt kacke. Wir nehmen aber nochmal hier 2 Dryaden mit. Und machen wir noch, was machen wir noch? Machen wir noch 2 Jäger? Geht er noch halbwegs schnell? Oder nehmen wir 2 Kanonen. 2 Großkanonen. Oder nehmen wir Mörser. Ich glaube, Großkanonen sind besser, ne? 2 Tier 3 Einheiten. Wobei, das ist auch eine Tier 2 Einheit, ne? Schützenreiter, Pistoliere.
Schützenreiter, Granatwerfer. Mach mal zwei. Könnte ganz cool sein. War so klar. Orgelkanonen, Halleluja. Er kann eigentlich noch nicht drankommen, ne? Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Bauen wir hier irgendwas aus? Nee, ne? Der versucht uns doch sowieso wegzumöppen. Ja, hier können wir nämlich, da können wir nämlich gar nichts verkaufen hier aus dieser ganzen Nummer. Ne? Da kommen wir gar nicht raus. Was wir aber machen können. Boah, Alter, so viel los, ey. Das ist so bitter. Wir könnten zum Beispiel Schloss Drakenhof. Das könnten wir abgeben. Das fände ich auch ganz cool. Da müssen wir jetzt aber mal gucken, wer könnte sich denn Schloss Drakenhofs annehmen. Das könnte der Balthasar machen. Gell, Balthasar? Genau, du könntest das machen. Und zwar Schwarzhafen, Schloss Drakenhof und Tempelhof. Welcome to my private study. Wine of palest gold will wet our palates whilst we speak. Schwarzhafen. Was ist, kann ich hier irgendwas? Er wird das niemals wollen, ne? Of course. Schloss Drakenhof. Irgendeines davon müssten wir schaffen. Das wäre mega wichtig. Ah, warte mal. Ha! Nice. Yes. Und, Schloss Tempelhof. Indeed. Ja, Verbündete verliert Außenposten, bla bla bla. Ja, verlieren alle Außenposten, so ist es halt. Dafür sind wir jetzt hier ein bisschen sicherer. Du kolonisierst Fort Jakova und dann gibst du das an den Wolfram Hertweg ab, würde ich vorschlagen, ne? Irgendwie so müsste das, glaube ich, aussehen. Ja. Außenposten bauen im Lorelornwald. Ist ja eigentlich unerheblich, aber dann bauen wir einen. So, was gibt es noch so für Missionen? Klar, annehmen. Bleibende Runden, um anzunehmen. Cool. Okay, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter und zwar wir geben Kislev, Zwasarar und Burg Rauken. Wo ist Kislev? Sorry, das ist jetzt so ein dummes Hin und Her geklicker, ne, aber let us discuss stately affairs. Da. A pleasure. Die Burg von Rauken. You have been most. Was haben wir noch? Fort Ostrosk. Like the motherland, our friendship endures. All Kislev thanks.
Das sind ja alles da. Und Fort Stragov und Soyschenk. Das sind ja alles Städte, die im Endeffekt uns ja sowieso kein Geld bringen. Hoppla. Wir machen es ein bisschen anders. So. Nee. So. Passt, ne? 47.000 willst du noch dafür? Nee. Ich bilde mir irgendwie ein, dass wenn die Krieg mit einem dieser Zwerge haben, dass die dann halt wie in so einer Kettenreaktion dann auch Krieg mit allen anderen Zwergen bekommen. Ich hoffe es sehr. Okay. Tja. Das war der billigste. Für 47.000. Wie viele Euros haben wir denn noch? Wir haben... Tja, so viel Kohle haben wir wohl schon noch, ne? Komm, gib ihr das. Gib ihr das Geld. Gib ihr das Geld. So, jetzt haben die noch ein paar Sachen. Was geben wir ihr noch? Wie wäre es mit dem Bau des Trollkönigs und Soyschenk? My people are great. You have been most clear. Super. Okay, fantastisch. So, jetzt noch das Imperium. Who calls? Deine Mutter. Und zwar... da hier, die verbotene Frikadelle. Friends of the Empire, come. Agreed. Dann bekommst du von mir noch, ist das Ding, der Monolith des Fleisches, ich weiß nicht, vielleicht behalten wir den noch. Mit dem Altar der Brute haben wir, da haben wir halt Häfen, ne? Da kriegen wir theoretisch, da kriegen wir noch Geld her. Lager der Sarla, das machen wir später. Das sind ja im Endeffekt noch Siedlungen, wo wir Kohle rausbekommen können, ne? Und das, da gehen wir nächste Runde ab, da die Galle klippen, ne? So. Irgendjemandem, den du noch den Krieg beitreten willst? Ja, der ist ja mit, der ist mit einer Zwergenfraktion im Krieg. Was wäre denn mit dem Altar der Brut? Das macht den nicht so an. Was mit Bechhafen? Ich kann den Bechhafen geben? Weil ich dachte, ich könnte die Dinger da nicht abgeben. Tja, finden wir es raus. Komm, dann lassen wir das mal noch außen vor. Und ich habe ja jetzt lang genug hier rumgeeiert. Nächste Runde, komm. Ich bin sehr gespannt. Jo, da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. So, hoffen wir mal, dass unsere Verbündeten da keine Siedlungen bauen, ja? Anscheinend, das sieht man mit niedrigen Verlusten.
Fällt mir übrigens ein, da muss ich auch noch Zeug ausgeben, ne? Ich habe noch so viele Artefakte und so, ne? Gib alles, Jung. Gib alles. Immer eine tolle Verteidigungssituation, ne? Okay. Und wir machen das dann auch wirklich so. Black Powder blessed. Dass wir unsere Artie erstmal darüber stellen. Oh. So. Warte mal, vielleicht dann doch so, hä? Huh? Ja, der wird doch da, der kann doch da hinschießen, ne? Oder? Der kann doch safe da hinschießen. Pass auf. Dann gibt man mit denen hier alles. Und den Rest machen wir dann noch irgendwie hier hin. Detachments! Er kann überall hinschießen, ne? Er kann halt sogar außerhalb der Map schießen, ne? Das ist schon echt geil. Was will die Menschheit gegen so viel Wahnsinn anrichten? So, hier hin. Und du dann hier und hier. Und hier und hier. So, und die gehen dann, weiß ich nicht. Die gehen dann hier rüber. Ey, cool, guck mal. Und du kannst gar nicht dahin. Guck mal, das ist sogar unpassierbar. Das heißt, du musst dich, das Spiel zwingt dich dazu, dich so aufzustellen, dass die Türme dich beschießen können. Auch nicht schlecht. Warte mal, du bist die Schnellste, ne? Okay, pass auf. Du latschst mal hier lang. Warum habe ich das Gefühl, dass ich da nicht viel erwischen werde? Ja, ich muss irgendwie so hier rumlaufen. Das sind dann natürlich auch immer so fiese Explosionsgeschosse, ne? Also echt, ey. Also echt, wie viele Hitpoints hat so ein Drecksding? 7500, das ist tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Okay, pass auf. Dann stellt euch doch mal irgendwie so hin und dann will ich es zumindest gesehen haben, ob ich da eine Chance habe. Ja, warte mal. Weiß ich nicht, tu mal so, als könntest du da drüben irgendwas machen. Der läuft irgendwie falsch, lauf mal so.
Schnell weg. Hellstorm! Na, wenigstens kannst du die Dinger jetzt halbwegs mit der Arti abknallen, ne? Hellstorm Rocket Battery! Seeking enemy! Hat noch nicht ganz geklappt. So klar, ne? Weil jetzt schießen die nämlich alle, genau. Dann kommen die mal hier rüber. Es ist so blöd. Diese Türme sind so doof. Kämpft jetzt bitte wieder gegen dieses Dreckstor. Ihr macht da nichts momentan. Oh Mann, ey, Alter. Wer auch immer diese Idee hatte mit den Türmen, ey, der Na, egal, ich sag jetzt nichts. Oh, ihr habt's gepackt. Okay. Ja, dann geht mal rein. Jetzt schießen die Türme. Das wird immer besser. Jetzt schießen die anderen Dreckstürme. Die noch dreckigeren Türme. Oh, das kriegt ja so brutal viel Feuerschaden. Und welcher Turm schießt er jetzt gerade auf dich? Der da. Auf den schießen.
sind kaum Treffer dabei, ne? Ist allerdings, liegt natürlich auch so ein bisschen an der Art, mit der wir da schießen. So krass, wie der Turm den Baummenschen runterschießt. Ey, Leute, es ist so... Dieses Spiel ist so kaputt. Das ist so... Das ist... Okay. Ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten, denn... tatsächlich... ist das ja auch noch nicht hier der... das ist ja momentan auch nicht die aktuelle Version, ne? Muss man jetzt auch noch mal ganz klar sagen. Jetzt gerade hinlaufen. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Die eigenen Einheiten wirken dürfte.
shot. So, jetzt müssen wir es ein bisschen beschleunigen, weil jetzt passiert, glaube ich, nicht mehr so viel. Außer, dass wir von den Pfeilen halt, ihr seht es ja, ne, wir werden komplett zusammengeschossen. Das ist so krass und die sind so unfassbar stark, diese Türme. Und spielt die mal selber, wenn es mal drauf ankommt für euch, ne? Da treffen die Dinger nix. Restlichen Spells hebe ich mir fürs Heilen auf. Lol, der hat einen Charge-Bonus gegen die gekriegt und hat er, glaube ich, gerade irgendwie 200 Hitpoints abgezogen. Ja, ist klar, ne? Alter, ich glaube, das war aber gerade auch hier, Mist, ich glaube, das war aber gerade auch der Turm, oder? Kann das sein? Greif den bloß nicht an, Junge. Okay, immerhin, jetzt haben wir es gepackt. Übertrieben. Übertrieben mal wieder. Und wie gesagt, ne, die Verluste kommen halt hier durch diese Türme zustande. In meinen Augen spricht das jetzt nicht gerade für die Qualität dieser Schlachten hier. Ne? Es ist einfach schade. Reicht's noch für einen? Dann heilen wir wenigstens wieder die Baumenschen und die Charaktermodelle. Ey, und dann, ne, und bei diesen Türmen, ey, du musst so aufpassen, ne, die sind so stark. Das sind Stufe 1 Türme, ne, die sind so stark, die machen so viel Damage. Man hat das ja gesehen, also der eine Baumensch war ja auf halben Hitpoints runter und es war nicht alles nur durch Angriffe von den anderen Einheiten. Also du kannst schon davon ausgehen, dass trotz Heilzauber und so weiter, dass sie schon so 2.500 bis 3.000 Damage gemacht haben, ne? Einfach sehr, sehr stark. So, da sind wir wieder. Ja, man sieht es auch ziemlich eindeutig an den Kills. Guckt es euch an. Es ist so krass. Ein Kill. Alles andere die Türme. Gut, wir haben 45 Einheiten verloren. Aber, ne? Also. Trotzdem, da kommt ja noch dann der Damage an den anderen Einheiten dazu. Ja, es ist so bezeichnend. Es ist bezeichnend. Reißen wir es nieder oder besetzen wir es? Brauchen wir die 18.000 gerade? Ach komm, wir reißen es nicht. Wenn wir schon mal da oben sind. Albonis Elmchant. Elmchant Krastian. Ja, und genau, du bist jetzt hier.
Und wir nehmen jetzt noch einmal den Bernsteinspeer und dann das Ausweichen mit. Und du machst noch die magischen Reserven. Machen wir doch das Nachwachsen, ist eigentlich auch ein ganz cooler Spell. Mach noch Truppen auffüllen, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Genau, da oben sind wir jetzt mal fertig. Wir haben unsere Kasse noch mal ein bisschen aufgefüllt. Dryker hat auch noch ein Level bekommen. Wir nehmen noch das Halte die Stellung. Hier haben wir schon den Mentor-Trade genommen. Dann weiß ich nicht. Machen wir noch hier. Bis ans Tiergestalt haben wir noch nicht. Du nimmst auch nochmal den Aspekt der Weide. Ah ja, da ist noch der Ikinbitterborke. Protector of the forest. Ja, kannst du den Attentäten? We'll end them. Nee. Elmchant. Sivla Grastiad. Wir sagen aussehen. Und das Lager der Sarlacc geben wir dem Imperium wieder. Is it time? Friends of the Empire, come. Hast du da noch Bock, den Krieg zu erklären? Ja, das finde ich doch super. Richtig dufte. Ready the swordfish. Nee, mach ich nicht. Du bist mit Metallsinn im Krieg. You may look upon me. Duty is purpose. I am the blood of Gilles. Lover, fighter. Ah, Gott. Okay. Arbis, Kambiar, Suha. So, der will dann, der möchte Essen angreifen. Dann kann ich Fort Jakova nicht kolonisieren. Natürlich nicht ganz so geil ist. Stop that! Ja. Glade Captain present. Sunder this wretched hive. All hail Kernos. They will perish. Wir können es noch mit Attentaten und so einem Quatsch versuchen. Athel Lauren above all. Bleib mal lieber hier in der Nähe. Assyrian wills it. They shall be open. Er greift die Garnison an. Ja, okay. Komm du mal wieder zurück. Dich brauche ich da oben nicht. Und du kommst mal hier runter. Dich brauche ich da oben auch nicht. So, jetzt müsste man mir nochmal gerade zeigen. Den meine ich gar nicht. Damnation. Der hat 4 Regionen, hat der nur noch. Der Atzenseel, das ist nicht viel, ne? Harbinger. Der hat genau 2. For now. Der hat 6. Irgendwo da oben. Da. Und dann hier, ne?
Ich glaube, das zählt dazu. Wollen mal die Ebene von Nagelfari wieder auf. Wie ihr seht, ich verlange da auch nie Geld für, ne, für die ganzen Sachen. Ich gehe da einfach davon aus, dass unsere Verbündeten uns da irgendwie für entlohnen werden. Muss das Ding erst reparieren, ne? Okay. Mhm. Du hast die Frostlande. Ja, wir müssten halt noch hier Kislev ein bisschen unterstützen und dann sehen wir da weiter, ne? Okay, wir machen hier einen kurzen Cut an der Stelle. Sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, Pax Vobiscum, Valete.